Hallo und hi, hier ist Talk 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 mit mir, Sonja Kraus. Sie wissen ja, was Sie hier erwartet. Die Creme de la Creme der Talkshow-Highlights. Und umwerfend, geradezu bombastisch geht's bei uns auch los. Denn es gibt Natur pur bei Arabella diese Woche. Der größte und schwerste Naturbusen der Welt. Junge, Junge, da bin ich platt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt wird's blond und zwar so richtig. Spätestens beim Fremdwort fiktiv war klar, die Haarfarbe ist echt und nicht gefärbt. Hier ist Andi Türk mit einem besonders blonden Fall. Das ist der Beweis. So richtig strohblond. Können einfach nur Männer sein. Mädels, jetzt haben wir ganz besonders an euch gedacht. Denn dank US-Talkmasterin Jenny Jones gibt's jetzt ein echtes Leckerchen. Ein stahlharter Typ mit Muskeln à la Schwarzenegger und Rhythmus in den Hüften, dass einem ganz schwindelig wird. Sicherlich kann sich kein Mensch vorstellen, dass dieser knackige Kerl früher in der Schule gehänselt wurde, weil er so mickrig aussah. Peter Imhoff war diese Woche völlig baff und konnte gar nicht fassen, was ihm ein etwas schüchterner, aber eigentlich sehr süßer Talkgast berichtete. Er ist 25 Jahre alt und hat noch nie, wirklich noch nie in seinem Leben eine Frau geküsst, geschweige denn noch mehr. Diese Beichte brachte den guten Peter Imhoff total aus dem Konzept. Die Gelegenheit, einem solchen Unschuldslamm ein dickes Bussi aufzudrücken, hätte ich mir natürlich auch nicht entgehen lassen. Eine günstige Gelegenheit hat auch eine junge Frau bei Olli Geissen genutzt. Die wollte nach ewigen Zeiten eine Jugendfreundin wiedersehen und überraschen. Das Schlitzohr Olli hat sie dazu kurzerhand im Publikum versteckt, um die Jugendfreundin erstmal kräftig zu verkackeiern. Haarig ging es diese Woche bei Bärbel Schäfer zu. Dort ließ man kein gutes Haar an einer jungen Frau, die seit Jahren Dreadlocks trägt und sich damit praktischerweise das Haarekämmen spart. Ob sie auch kleine Haustiere in den Rasterlocken hat, verrät sie uns jetzt selbst. Unser nächster Clip beruhigt mich total, denn der beweist, dass sich selbst routinierte Quassel-Profis beim Sprechen öfter mal versprechen. Unser heutiges Opfer ist meine Lieblingskollegin. Nicole, bitte verzeih mir! Nicole, du bist einfach unwiderstehlich und so süß. Wir geben jetzt Gummi. Und zwar mit einem echten Gummimenschen, der sich komplett verknoten und verdrehen kann, wie Sie es garantiert noch nie gesehen haben. In wenigen Augenblicken nach der Werbung. Und hier sind wir wieder mit Talk, Talk, Talk. Und jetzt wird es nicht nur abgedreht, sondern auch höchst verdreht. Ein Franzose, Familienvater und von Beruf Lehrer, hat ein grandioses Talent. Er ist praktisch aus Gummi. Er kann seine Arme und Beine so verdrehen und um seinen Körper wickeln, dass es einem schon beim Zusehen wehtut. Wer im Showgeschäft etwas erreichen will, muss früh damit anfangen. Deshalb gibt es in den USA tausende Talentwettbewerbe für Kids. Die zwei absolut talentiertesten Girls konnte man diese Woche bei Maury bewundern. Von dem, was die Kleinen drauf haben, kann so manches deutsche Showsternchen nur träumen. Und es werden noch viele, viele mehr. Das ist doch wohl der Hammer, was die zwei Mädels da auf die Beine stellen, oder? Ja, ich hoffe, Sie stellen heute auch noch was auf die Beine und machen sich einen schönen Samstagabend. Und freuen sich schon auf nächsten Samstag um 7 auf Pro 7.